Leute, was geht ab? Am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon, heute wieder mit meinem Dad. Was geht ab? Hi. Hol. Freunde, ja, ich muss nicht so viel dumme Scheiße quatschen wie du. Walla Krise. Boah, ey, meine Füße stinken oder sind das deine? Das ist nicht meine. Auf jeden Fall, Leute, wir haben ein Riesenpaket vom US Candy Shop geschickt bekommen. Und da ist wirklich einfach alles dabei. Papa, ich stink nicht, nerv mich jetzt nicht. Da ist auf jeden Fall alles dabei. Wir haben süße Sachen. Wir haben M&M's mit Brezeln drin. Und wir haben unter anderem mit die schärfsten Chips der Welt. Und wir haben hier vorne die, ich glaube, zweitschärfste Soße der ganzen Welt. Und zwar heißt die Players. Da steht drauf Mega Death Sauce. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist die nicht ganz so gut. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß, Lukas. Du isst die auch. Du hast wohl nicht mehr alles. Aber hast du wohl nicht mehr alles. Wir probieren das zusammen. Gut, du fängst an. Also hier siehst du auch die Skala, hier unten ist Tabasco, dann gibt es noch ein paar andere Soßen und wir sind dann ganz oben, ne? So Leute, ich blende euch das Ganze auch mal ein, so sieht das nämlich aus. Keine Brille dabei. Soweit ich weiß, hat die um die 500.000 Scoville. Also Tabasco hat 8.000, dann kannst du dir das mal umgehen. 5.000 hat Tabasco. Oh, okay. Dann hat die als 100-fache, das war cool. Für die Soßen, für die Chips haben wir mir mal schon ein Baguette gekauft, Leute, falls es zu scharf wird. Ja Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Lasst schon mal Daumen nach oben da, Leute. Abonniert den Kanal, ganz, ganz wichtig, beim US Candy Shop, wo wir alles her haben. Also da gibt es auch, abgesehen von Schafen, auch richtig leckere, geile Sachen, seht ihr auch gleich noch. Gibt's aktuell mit dem Code AVIVE20 noch 20%, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Kranke Getränke, kranke Süßigkeiten, wir haben zum Beispiel KitKat mit Lemon Pie Geschmack. Das sind so Sachen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Falls ihr so Sachen auch mal ausprobieren wollt, checkt das gerne mal ab. Und ich würde sagen, komm, wir fangen damit direkt mal an, oder? Mach mal auf. Hat man das ja wahrscheinlich noch nie im Leben gesehen, Lukas. Es sind amerikanische Sachen, die sind ja importiert. Ja, genau. Importiert nach Deutschland. Ja, die Amis essen ja auch alles. Nee. Essen ja auch kleine Kinder, so, wenn es sein muss. Was für kleine Kinder, Jürgen, lachen. Ja. Okay, bist du bereit? Mhm. Prost. Boah, voll geil. Ich mache offiziell seit heute wieder Diät, deswegen ich genieße es gerade. Da könntest du auch meine Strümpfe lutschen, da würde ich auch noch genießen. Aber echt, die sind gar nicht schlecht, ne? Die sind überlecker. Mhm. Mhm. Die sind schon mal sehr geil. Mhm. Also ich würde sagen, war schon mal ein gediegener Anfang. Als nächstes können wir Twinkies essen. Wo ich in L.A. war, da habe ich die auf jeden Fall auch gegessen. Das sind so ziemlich die geilsten Kuchen, die es gibt. Und diese mit Bananengeschmack. Mhm. Ich habe da schon für dich extra einen vorbereitet. Na? Da ist wahrscheinlich ein bisschen Luft reingekommen. Ja, ich weiß nicht. Aber du kannst ja mal probieren. Das schmeckt noch. Nein. Man kann es doch noch essen. Du hast wohl nicht mehr alle. Ich habe da was für mich. Hast du nicht mehr alle. 3 zu 1. Da sehe ich mich. Ich finde Twinkies so geil. Mir schmeckt mir nicht. Hä? Wie? Ein Chemie-Geschmack. Du hast einen Chemie-Geschmack. Nee, du hast alles, was bei dir über 500 Kalorien auf 100 Gramm hat, schmeckt dir doch sowieso. Ja, ist doch so. Hör mal, schreib mal in die Kommentare, wer von uns hat 400 Kilo zugenommen? Ich habe 3 oder 4 Kilo zugenommen. 3 oder 4? Soll ich mal ein Video einblenden, wie du damals aussahst? 3 oder 40. Ja, nee, ich habe auch ein bisschen, ich hab auch bisschen zugenommen. Egal, wir machen weiter. Bevor wir jetzt weiter mit so Süßigkeiten machen. Mal trinken. Ich brauche jetzt auch was zu trinken. Wir haben natürlich auch amerikanische Getränke hier. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit... Ja. White Claw hat... Oh, das ist mit Alkohol. Sparkling Water. Das ist Wasser mit Alkohol. Das ist Wasser mit Alkohol. Haben wir noch eins? Wir haben dasselbe nochmal mit Lemon. Ja, dann gib mir Lemon. Dann. Das ist Wasser mit Alkohol. Was ist das? Okay, probier. Probier. Bah! Das schmeckt ekelerregend. Das schmeckt wie Wasser mit Alkohol. Nee, das schmeckt... Bah! Das ist Wasser mit Alkohol, what the fuck? Nee, sowas habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Das schmeckt halt wohl nur ekelhaft. Nachdem wir jetzt erfrischt sind, keine Ahnung, probieren wir dann jetzt die ersten scharfen Chips, Leute. Und zwar probieren wir die Ruffles. Und das Ding ist in Amerika, ihr seht schon, da steht Flaming Hot drauf. Und wenn da Flaming Hot drauf steht, dann sind die auch Flaming Hot. Machen wir auf. Nee. Nein. Okay, komm. Oh, die sind einfach rot, Junge. Die sind einfach rot. Okay, bereit? Oh, doch, jetzt kommt's. Doch, die sind scharf. Die sind gut. Ich finde die scharf. Boah, im Nachhinein gehen die schon gut. Kennt ihr das, wenn scharf ist und der Kopf anfängt zu jucken? Bei mir juckt der Kopf immer direkt. Die sind ja wohl scharf. Egal, was du mir erzählst, die sind ja wohl scharf. Probier mal. Probier. So, kau mal. Zu Ende. Also ich fange gerade an zu schwitzen. Ich finde die todescharf. Jetzt sag nicht, die sind nicht scharf. Ach, ihr habt doch alle keine Ahnung, Alter. Gut, wir machen weiter. Mit Hurry's Carolina Red Reaper flavored. Ey, warte mal, das sind keine Chips. Das sind so wie so Erdnussflips, nur mit Chili-Flips. Die werden scharf sein jetzt. Okay, ready? Ready? 3, 2, 1. Let's.
Die sind scharf. Boah, die sind wirklich scharf. Die sind todesscharf. Boah. Als ob du die nicht mehr brot. Als ob du die nicht scharf findest, laber mich nicht voll. Ey, ich finde die unnormal scharf. Die besser. Ne, als die, du hast noch nicht scharf. Die sind nicht so scharf wie die Chips. Nö, nö, die sind scharf, alles gut. Probier. Ich finde das so krass. Einfach scharfe Chips. In Deutschland, wenn irgendwo Peperoni draufsteht, schmecken die nach Tomaten oder so. Aber nicht scharf. Ess doch auf, hä? Aber egal, sollen wir direkt den nächsten Kick reinhauen? Nee. Ganz ehrlich, das hol ich nicht. Ganz ehrlich. Doch. Papa, wir stehen da durch wie Männer. Ich ja. So, mach drauf hier. Boah, ich werde komplett sterben jetzt. Was ist, wenn wir sterben oder so? Die hat sogar Totenkopf oben drauf. Wir wollten das Video generell schon vor, ich glaube, einen Monat drehen, aber wegen der Soße hat es sich herausgezögert. Weil die gab es so im Shop nicht einfach zu kaufen. Mach du drauf. Hol mal ein Messer. Am besten zwei. Du musst, by the way, zuerst. Nein, 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 by the way, ich kannst du kannst das ja. Bis jetzt war ja noch nichts scharf, oder? Bisher, machen wir beide auf einmal. Ich mal? Ich doch nur mal. Oh. Okay, Leute, das hier ist die Soße, ne? Des Grauens, Mann. Bist du bereit? Nee. Ich hab keinen Bock. Ihr müsst wissen, Leute, ich hab früher mal eine Soße mit 250.000 Scoville. Ich bin gestorben. Das Schlimme ist, wenn ich das jetzt esse mit Milch, ich muss einfach kotzen. Alles andere danach kann ich jetzt nicht mehr essen. Aber egal, wirklich, Kuss geht raus an Marcel, der das ja alles geklärt hat vom US Candy Shop. Wir müssen es jetzt halt probieren. Man lässt den Älteren aus Respekt den Vortritt. Hans Beschwach. Man lässt den Älteren aus Respekt. Du machst das genauso mit mir. Eins kommt, hol. Du weißt genau, ich esse und du tust holen. Ja, dann fang an. Nur mal auf die Zunge, klein bisschen. Dann? Hast du überhaupt da reingetürmt? Ah, guter Trick! Ich hab gerade reingetürmt. Oh, ganz lustig! Was soll ich sehen? Ja, hast du reingetürmt, Schatz? Aber ich sehe da, also, ich weiß ja nicht. Mal die Tropfen noch nicht. Ich sehe da gar nichts. Dann, ja, dann mach mal so. Man muss ja auch sehen, dass nee, ich mach nicht so. Doch, nee, nee, nee. Ja, okay, und rein damit. Und nicht abtropfen. Ja, dann guck ich ja ab. Nee, und ab. Du hast den falschen Finger. Hallo! Hatte ich davor auch schon. Mal du erstmal. Oh. Hallo, mein Teppich! Der Teppich ist voll Milch, mach's weg! Oh. Oh. Geht es? Warte, gib dir Brot, warte, wo ist Brot? Ja, 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 ja! Boah! Boah! Jetzt, wo ich die Schmerzen so sehe, ich glaube, ich lasse das lieber. Wer ist das schon groß? Du kannst es mal, das ist so krass. Ich dachte, du hast es unterbewusst gemacht. Es ist aber sauer, der Scharf. Ja, normal ist der Scharf, mit 500.000 Skorpion. Also, ja, ich wusste die erste so. Ah, ich hab davon überhaupt nicht gespürt. Meinst du, da wo am Finger nichts dran war, oder? Nee, nee. Muss ich. Ja. Oh, ich kann nicht schwätzen. Da würde ich sagen, Leute, machen wir weiter mit dem nächsten, oder? Ich muss jetzt gerade mal auf Toilette mit die Finger waschen. Mach glaube ich den Mund einfach. Das Ding ist, Leute, ich reagiere bei Schärfe noch viel, viel krasser. Deswegen. Boah, soll ich das probieren jetzt? Ich mach's auch. Aber nur mini, mini, mini. Ja, das ist ja nix. Das ist ja was. Boah, das ist so. Boah! Oh! Wir sind Arschloch, um Scheiße da zu kaufen. Ah ja, mein Mund! Der flirrt gerade! Meine ist schon seit einer Minute dran. Oh. Wenigstens trinke ich keine Milch, weil ich bin Mann. Gut, machen wir weiter, ne? Ich trinke doch Milch. Okay, Freunde, auch nicht wundern, gerade das Mikrofon war weg, jetzt wieder da auf jeden Fall. Ja, wir machen weiter mit Apple Jacks. Das sind einfach Cinnamon Apple Kelloggs. Das sieht ja mal so geil aus. Ich würde sagen, let's go. Davon geht die Schärfe auch weg. Boah, das sieht so lecker aus. Ne? Ich liebe Apfel und ich liebe Zimt und du hast meinen Teppich anscheinend. Also ich merke es dir wirklich. Boah, ich kann echt. Am liebsten, ich würde das Video gerade abbrechen einfach, ne? Boah, endgeil. Oder? Ich habe eine Schärfe. Boah, endgeil. Die sind endgeil. Gut. Ja. Skala 1 von 10, die Apple Jacks.
Cool, sechs. Danke. Okay, 6. Ja, ich sag 8. Ich fand ich schon echt geil. Weiter geht's mit Mike und Icke. Megamix sauer. Jetzt hatten wir scharf, jetzt haben wir süß. Jetzt kommt noch sauer dabei. Ich schmecke jetzt sowieso nichts mehr. Ich würde die Zunge nur noch brennen. Das nächste Mal wissen wir, das machen wir dann am Ende. Das ist sauer. Dann geht's weiter, Leute, mit M&M's, wo einfach Brezel drin ist. Da dachten die sich in Amerika, boah, das ist so richtig deutsch, das machen wir. Einfach M&M's mit Brezeln, hä? Wir kommen auf so eine Idee. Sorry. 3, 2, 1. Oha, ich finde die geil. 5. 5? Na, 6. Ich sage 7, oder 8 sogar. Doch. Ich habe noch nie bei dir gesehen, dass du bei einer Süßigkeit, was irgendwas mit Schokolade zu tun hat oder mit Creme oder sonst irgendwas, unter 8 warst. Natürlich. Wann denn? Gerade bei 7,5. Bei was? Bei dem Brezeldinger? Hast du gerade noch gesagt, 8. Da habe ich mich vertan. Okay, Leute, dann geht's weiter mit einem Getränk. Such dir einfach eins aus. Das ist Root Beer. Das habe ich in Australien aufgetrunken. Das ist quasi, probier mal, Root Beer. Doch, probier, das schmeckt super lecker, wirklich. Gib Papa, Glas. Ich hab. Gib mal Gläser. Nein! Gib mal bitte Gläser. Ich hab Rootbeer schon so oft getrunken. In meinen Australien-Vlogs und so. Das schmeckt super scheiße, ne? Ja, wahrscheinlich so ekelhaft. Root ist ja also rote Beete quasi. Rote Beete-Bier. Cool, gell? Das ist keine rote Beete, du Vollpfosten. Was ist denn Root? Da bestimmt keine rote Beete. Ja, aber dann halt Root. Bah! Okay, hier, komm, das sieht besser aus. Bubblegum Sparkling. Und da, oh, Marshmallow Sparkling. Das muss geil sein. Und guten. Ja, halt aber Bubblegum. Zero Sugar. Sugar. Echt? Ja. Lol. Das schmeckt wie Bum-Bum-Eis. Kennst du das? Also, du schmeckst ja meins nicht, aber kennst du Bum-Bum-Eis? Nein. So schmeckt's auf jeden Fall. Die Marshmallows. Echt? Ja, das cool. Kennst du die weißen Mäuse, die zu kaufen gehen? Ja. So schmeckt das. Cool. Die Marshmallow. Was heißt Regen auf Englisch? Rain. Rain juckt. Okay, Leute, wir machen weiter. Und zwar mit dem nächsten, und zwar Sprühkäse. Hast du schon mal Sprühkäse gegessen? Was machst du da? Wen juckt's? Oh, sorry. Hey! Das machst du wegen meinem Teppich! Mach mal bitte auf hier. Du weißt schon, wenn das Video meine Freundin sieht, hat sie ihr lebenslang Hausverbot, ne? Die guckt deine Videos nicht, das weiß ich schon. Ja, warte mal ab. So ein Scheiß guckt die nicht. Jetzt sprüht mal, warte. Nein, 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 nein. Weil Sprühkäse ist so richtig amerikanisch. Mach den hier rein, dann dippen wir einfach ein bisschen, ne? Ja, dipp du mal. Wie kommt denn der Sprühkäse jetzt da raus? Ja, ja, wie denn? Das ist ganz einfach. Nee. Nicht einfach hier wegsprühen. Pass auf hier. Nächst doch mal. Es geht nicht. Ich kann kein Englisch und ich weiß auch nicht, was da drauf steht. Antonia, google du, ja. Wir machen weiter. So. Okay, Leute, als nächstes M&M's White Chocolate. Schmeckt ja wohl geil. Schmeckt gut. Also ich. Nicht, aber ess mal ein paar von denen. Nee, die hast du mit deinem scheiß scharfen Finger angeschaut. Oh, du denkst, ich bin komplett hängen geblieben, ne? Bist du ja auch. Nee. Also, weg jetzt mit scharfen Zeugen, nicht an mir rumreiben. Aber ich sag, 9 von 10, die waren schon echt geil. Weiter geht's, Leute, mit Mentos, mit Zimt. Ich hol mal selber raus, bevor da wieder Schärfe drauf landet. Hier. Boah, geil. Ich liebe Zimt. So. Schade, dass sowas nicht in Deutschland. Also, es gibt halt so Amiläden, aber unendlich geil, ne? Ja. Das ist bei mir eine 9,5. Stabil. Dann geht's weiter, Leute, dann geht's weiter mit Crybaby Tears. Was hast du vor? Irgendwas hast du vor? Ich sehe das doch schon, dass da Soße drauf ist. Papa, gib mir schon die Eier. Ich bin so doof, die wollte Ton ja geben. Hab's jetzt mal mit einem so angefüttert und dann denkst du, wäre halt mit Überraschung gewesen. Und du Vollidiot. Ich hab's ja nicht gesehen. Also, Crybaby Tears, let's go. Ich geb dir eins. Du hast ja Streu. Meinst du, ich streue hier noch einen, wenn ich hier drin war? Da. Wenn ich hier raus, rausgehe? Fass mich nicht an. Was ist das denn? Sauer. Da war scharf dran. Spaß. Finde ich gut. 8 von 10. Du hast nicht mal drauf gekaut und den Geschmack erlebt. Ich schmeck doch nur nach Chemie, das Zeug. Du schmeckst nur nach Chemie. Das Ding ist, Leute, wir haben noch so viel Zeug. Ich würde sagen, eine Sache machen wir noch, oder? Eine Sache und ein Getränk. Sonst wird das Video hier 84 Minuten lang. Nee, Twix, Cookies and Cream ist zwar auch geil, aber zu langweilig. Wir brauchen was Krasseres. Snacks mit Pizzageschmack? Nee, mit Pizzeria-Geschmack. Boah, sogar mit allem. Boah, boah, Halloween. Real, Halloween. Real Halloween. Cheese. Hier mal rauf. Nee, ich mach auf. Ja, guck mal, da ist doch hier so ein Teil drauf. Ich hab ja ganz normal, wenn du damit aufmachst. Sieht irgendwie nicht so geil aus, ne, aber. Boah, ich will echt noch Pizza. Geil,
Probier. Übergeil. Boah. 10 von 10. Ich sag ehrlich, guck mal, wenn du das Pizzastück anguckst, guck mal das Pizzastück an, es schmeckt genauso. Guckt es euch an, Leute. Alter, das ist ja mal so geil. Jetzt recht, die Packung sieht so voll wack aus und schmeckt richtig nice. Mach mal drauf. Papa, mach normal drauf. Ja, reicht, es reicht, es reicht. Das ist jetzt eine Pizza mit Doppelkäse. Ey, das ist immer so krank. Ich sag wirklich, Leute, 10 von 10. Dann, Leute, als letztes Peach Mango Mountain Dew. Das ist in Amerika quasi berühmter als Red Bull oder so. Probier einfach kurz. Gut. Geschmack ist einfach gut, oder? Ja. Das geht auf jeden Fall fit. Das ist das beste Getränk von allen. Macht nicht schwer. Und wenn du jetzt Eier hast, dippst du noch einmal da rein. Zum Abschluss. Grünen Abschluss. Nicht jetzt Eier, starte deine Eier. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Falls ihr Bock habt, ganz wichtig, schaut bei USKN, ich hab da vorbei, da bekommt ihr alle Sachen, die ihr heute im Video gesehen habt. Grüße gehen raus an Marcel. Ganz wichtig, Leute, Avive20, ihr bekommt 20% Rabatt, wenn ihr irgendwas holt. Und die verlosen, glaub, auf ihrem Instagram-Kanal noch 3 Mystery-Boxen, wo ihr auch von scharf, sauer, lecker, egal was, eine Mystery-Box bekommt. Deswegen, wer Bock hat, kann gerne mitmachen. Ich verlinke euch alles mal in der Beschreibung. Schaut gerne bei denen vorbei. Kurs geht raus, vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht und... Willst du der Kamera gerade einen Snack anbieten, oder? Meine Tochter. Haut rein, Leute. Daumen nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.